Die Kurse steigen und steigen, das Ganze nimmt irgendwie kein Ende. Wo soll es denn noch hinführen? Wie es aktuell aussieht, die Trends sind intakt, aber wir sehen zum Teil parabolische Bewegungen nach oben. Kein gutes Zeichen. Wie es aussieht, wo die Reise hingehen kann, auf welche Zeichen wir achten müssen, vor allen Dingen im DAX, der stößt sich nämlich bald schon wieder den Kopf nach oben. Das gucken wir uns in diesem Video an. Und ich möchte vorweg noch einen kurzen Hinweis geben. Jetzt am Mittwoch habe ich ein Webinar gehalten, wo wir uns um verschiedene Fragen gekümmert haben. Unter anderem wurde mir eine Frage gestellt, wie findet man denn interessante Aktien? Und da haben wir uns einen Scanner angeguckt, beziehungsweise haben wir die Frage beantwortet, wie wir die interessantesten Aktien finden. Alle Teilnehmer waren begeistert. Wir haben noch weitere spannende Fragen behandelt, nämlich zum Beispiel, wie kommt man denn aktuell in so einen stark steigenden Markt rein? Wie können wir da noch Gewinne erzielen? Es gab also richtig viel zu lernen und es gibt leider keine Aufzeichnung darüber. Aber wenn ihr Interesse habt, ich wiederhole diese Webinare sehr gerne, schreibt mir einen Kommentar und meldet euch am besten frühzeitig an. Schreibt auch gerne an info@steinrückenakademie.de, dann setze ich euch auf die Liste und schicke euch dann einen Anmeldelink zu. Das passiert nämlich persönlich, das ist keine automatisierte Sache. Genauso wie mein Coaching auch eine persönliche Sache ist, kümmere ich mich darum, keiner ist automatisiert von euch. Meine Kunden sind meine persönliche Herzensangelegenheit. Und so werden sie auch behandelt und so werden auch alle behandelt, die in dem Webinar sind bzw. sich dafür anmelden. Also gebt mir Bescheid, wenn ihr Bock habt, beim nächsten Webinar dabei zu sein. info@steinrückenakademie.de. So, und jetzt gucken wir uns den DAX an. Ordentlich weit gelaufen. Hier hatten wir gesagt, das hier war eigentlich der Startschuss für eine Korrektur. Korrekturen können über zwei Wege ablaufen. Über den Preis ist nicht erfolgt und über die Zeit. Das sehen wir aktuell. Wir sehen so leicht tiefere Tiefs, hat man gesagt, beim letzten Börse aktuell, das ist eigentlich Kaufniveau und dann die Bewegung nach oben. Aber Achtung, so eine Seitwärtsbewegung bzw. so eine Korrektur, die dauert einfach seine Zeit. Deswegen müssen wir jetzt darauf achten, wenn ein neues Hoch erreicht wird, ich sag mal so 17.200 Punkte, da müssen wir uns darauf einstellen, dass es wieder retour geht, dass diese Unterstützung erneut angetestet wird. So, bam, bam, ich habe es hier mit eingezeichnet. Aber, weil die Dynamik zuletzt recht hoch war, kann es auch sein, dass wir einen nächsten dynamischen Schub sehen. Ich halte das für nicht sehr wahrscheinlich, weil auch die US-Indizes momentan nach oben eher Schwäche zeigen. Deswegen, erstes Szenario, wir prallen wieder hier ab. Das heißt, sehen wir ein neues Hoch, Umkehrsignale, könnt ihr eine Short-Position aufbauen. Sehen wir einen Tagesschlusskurs über 17.200 Punkte, ist dieses Szenario wahrscheinlich hinfällig. So, und dann sehen wir wahrscheinlich 17.777. Also, darauf achte ich jetzt. So, im S&P 500 laufen wir von einem Hoch zum nächsten. Wir nähern uns der 5.000-Punkte-Marke. Das ist eine rein psychologische Hürde. Der Trend ist weiter intakt. Und Rücksetzer in dem Bereich 4.850 können aus Swing-Trading-Sicht vielleicht nochmal gekauft werden. Achtung im Bereich 5.000, das ist für mich gerade sehr interessant, wenn die 5.000 so ein bisschen überschritten wird, dort nochmal Umkehrsignale, dann können wir uns auf eine Korrektur einstellen, die zumindest hier so in Richtung 4.850 nach unten laufen wird. Am Nasdaq Future können wir es noch ein bisschen besser sehen. Da ist die 18.000-Punkte-Marke auch eine rein psychologische Hürde. Der Trend ist noch intakt, ist aber schon ein ordentliches Stück gelaufen. Wenn man das mal vergleicht, hier diese einzelnen Bewegungsschübe, die haben jetzt das meiste der Bewegung, rein statistisch gesehen, haben wir abgearbeitet. Deswegen macht es auf aktuellem Niveau, am Hoch macht es wenig Sinn, noch Positionen einzugehen. Swing Trading geht natürlich immer, aber auch da kaufen wir uns eher in die Korrektur ein. Und hier, ich habe es mal dargestellt, 17.200, blaue Pfeil, dort hält dort der Markt, auch hier, man könnte auf Bestätigungssignale schauen, haben wir Chance, die 18.000 zu erreichen.
Das heißt, man muss mit einem kleinen Stop arbeiten, weil das Kursziel auch nicht sehr weit entfernt ist. Läuft der Nasdaq Future jetzt in Richtung 16.400, in Richtung des letzten Tiefs, dann ist der Aufwärtstrend immer noch intakt. Aber dann müssen wir damit rechnen, dass das neue Hoch, vielleicht sehen wir ein leicht höheres Hoch oder so im Bereich dieses Hochs, wird es tendenziell zu Schwäche kommen und der Markt wieder nach unten laufen. Und solche Muster sehen wir immer und immer wieder. Und die können wir für uns im Swing Trading nutzen. Wir wollen ja gar nicht, ne, auf den großen Crash spekulieren oder was auch immer, sondern wir schneiden uns jederzeit immer und immer wieder einzelne Scheibchen aus dem Markt raus. Egal, ob wir langfristig weiter steigen, sehr gerne, habe ich nichts gegen, oder ob wir eine größere Korrektur sehen. Wir sind immer dabei, wir versuchen uns immer, diese einzelnen Scheibchen aus dem Markt rauszuschneiden und in allen Richtungen zu positionieren. Ich habe heute mal wieder den Ölpreis mitgebracht. Hier hat sich auch wieder eine kurzfristig interessante Möglichkeit entwickelt. Wir hatten hier einen Widerstand ausgebildet im Bereich 76 US-Dollar, hat man mehrfach angelaufen und jetzt ist der Widerstand nach oben gebrochen, sogar dynamisch. Und hier ergibt sich eine kurzfristige Chance, Rücksetzer zu kaufen mit Stop-Loss darunter und dann in Richtung 82 bis 84 US-Dollar zu spekulieren. Mein langfristiges Einstiegsniveau, das war im Bereich 66. Also da werden längerfristige Käufe, wo man auch mit einem größeren Stop-Loss arbeiten kann und auf eine größere Aufwärtsbewegung zu spekulieren. So, das ist jetzt nicht gekommen. Wir müssen im Markt immer wieder gucken, okay, was sendet er für Signale? Und aktuell ist dann dieses Szenario spekulativer, weil wir mit einem kleineren Stop-Loss arbeiten, aber trotzdem genauso spannend, genauso interessant, weil wir hier entsprechend auch nur ein kleineres Kursziel dann brauchen. Und trotzdem können wir uns dann wieder Chance-Risiko-Verhältnis, das muss passen und das, nur darauf kommt es an, das können wir hier uns wunderbar aus diesem Trade rausarbeiten. Und da ist nochmal ganz wichtig gesagt, Risiko-Money-Management natürlich ganz wichtig und allgemein das Thema Risiko bzw. Wertpapierhandel ist mit Risiken verbunden und das, was ich euch hier zeige, sind keine Empfehlungen, sondern einfach, wie ich das umsetze, wie ich den Markt sehe und ihr sollt daraus lernen und jeder ist natürlich am Ende für sich selber verantwortlich und das ist ganz, ganz wichtig, dass man das auch versteht. Man muss an der Börse ja Verantwortung übernehmen und zwar für sich selber. Und wenn dann eine, aber du hast doch gesagt, ja, natürlich, es ist meine Meinung und seid erwachsen, muss das selber umsetzen. Und wer bei der Umsetzung Probleme hat oder aber auch, wenn man überhaupt keine Ahnung hat, wenn man denkt, oh Mensch, ey, Charttechnik, ich habe keine Ahnung, ich sehe so einen Scheiß das erste Mal, meldet euch bei mir, denn gerade auch, wenn man noch keine Ahnung hat, ist das überhaupt kein Problem. Ich hole jeden dort ab, wo er steht und dann geht es Schritt für Schritt zum Ziel. Und zwar an der Börse Gewinne erzielen. Nachhaltig, immer und immer wieder. Kein Hoffen, kein Bangen, sondern Schritt für Schritt das Ganze zu lernen, den Markt zu verstehen, ein tiefes Marktverständnis aufzubauen und daraus dann entsprechend auch eine Strategie entwickeln, die auf meine Persönlichkeit passt. Beziehungsweise ich habe verschiedene Strategien, die langfristig erprobt sind und wo man aber ein Stück weit gucken muss, welche Strategie ist für mich das Richtige. Da müssen wir ein bisschen gucken, probieren, nehme ich dich an die Hand und da gucken wir uns das gemeinsam an, beziehungsweise da führe ich dich zum Ziel, da gucken wir uns an, was tatsächlich für dich, auch für deine Ziele am besten ist. Und dafür melde dich steinrückenakademie.de.